Wettershow. Herzlich willkommen bei der heutigen Wettershow. Ja, noch einmal wird es sehr, sehr mild bei uns in Mitteleuropa. Schauen wir uns zuerst die Europakarte an. Dann sehen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sehen hier ein Tiefdruckgebiet, das im Norden gegen Osten abzieht und uns hier auch streift. Aber wie gesagt, noch nicht ganz erwischt. Deshalb auch noch recht mild mit 20 Grad in Wien, 19 Grad und Sonne auch in Rom, in Madrid und in Spanien überhaupt noch sehr, sehr spätsommerliche Temperaturen. Wie schaut es aus in Österreich? Da wird es wirklich sehr mild, denn die Strömung, die dreht auf Südwest. Das bedeutet, warme Luftmassen kommen in unser Land und es wird noch einmal so richtig angenehm. Bis zu 26 Grad sind drinnen. Frühnebelfelder, die lösen sich relativ schnell auf. Nur im Süden können im Laufe des Tages schon die ersten Wolken aus Italien eintreffen. Und da schauen wir uns die 24-Stunden-Prognose an für den Westen. Da sehen wir, bis zu 25 Grad kann es geben. Allerdings sind dann am Nachmittag auch vermehrt Wolken mit im Spiel. Es bleibt allerdings noch trocken im Osten. Ein ähnliches Bild, noch recht sonnig bis zum mittleren Nachmittag. Dann allerdings ebenfalls mehr Wolken. Es bleibt allerdings trocken. Wie geht es allerdings weiter? Das ist die große Frage. Und da sehen wir schon die Kaltzone, die erwischt uns mit voller Wucht. Wir verlieren gleich 10 Grad, 14 Grad, nur noch die Höchsttemperatur morgen. Und es kann auch immer wieder regnen. Dann kühlt es sogar am Freitag noch weiter ab. Erst am Samstag setzt sich wieder die Sonne durch und es wird auch milder. Im Osten ein ähnliches Bild, da kühlt es auch ab auf bis zu 16 Grad, Freitag nur um die 11 Grad und dann geht es langsam wieder nach oben, allerdings nicht mehr so mild und schön wie zuletzt.